Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am Ende werden alle Daten vorhanden sein, weil in Wahrheit kann man die Krise nur im Nachhinein aufarbeiten. Dieser unter Insidern fast schon ikonische Satz stammt natürlich nicht von mir, sondern von einem hohen Beamten aus einem österreichischen Ministerium, der ihn vor rund einem Jahr mit einer Gelassenheit ausgesprochen hat, bei der mir persönlich auch heute noch die Spucke wegbleibt. Und damit möchte ich Sie begrüßen zu der IHS-Reihe Leben mit Corona. Wir beschäftigen uns heute in der heutigen Ausgabe mit einem Thema, zu dem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein deutlich weniger entspanntes Verhältnis haben dürften als der oben zitierte Beamte. Ich werde ein bisschen das Übliche brechen und zu Beginn ein paar Minuten eine Einleitung sagen, weil das Thema Daten sehr prominent inzwischen auch in den Medien diskutiert wird, dass Daten ein wesentliches Element wissenschaftlicher Forschung sind, insbesondere für eine empirisch orientierte Wissenschaft, ist eine triviale Feststellung, dass Daten in Zeiten der Digitalisierung zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, vor allem auch in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, ist ebenfalls trivial. Ich sage es aber trotzdem einmal so, mittels Daten können wissenschaftliche Fragestellungen beantwortet werden, können neue Methoden entwickelt werden, und können neue Forschungszweige entwickelt werden. Die Wissenschaft ist gewissermaßen datenhungrig, aber der Datenzugang ist kein Selbstzweck. Natürlich geht es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch immer darum, durch akademische Publikationen ihre Reputation zu erhöhen. Aber Daten, wenn sie eine gute Qualität haben, sind auf jeden Fall auch geeignet, Good Policy zu informieren. Und das ist uns heute ein besonders wichtiges Thema. Man sieht das natürlich im Zusammenhang mit Covid-19, mit der aktuellen Pandemie besonders gut. Das betrifft einerseits natürlich die Pandemie selbst. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen einem schweren Verlauf oder gar einem Todesfall im Falle einer Erkrankung und mit soziodemografischen Faktoren? Wie wirken sich die unterschiedlichen Maßnahmen zur Eindämmung auf die Einzelnen, auch auf die Gesellschaft wirtschaftlich und politisch aus? Welche Wirkung haben die Kompensationsmaßnahmen, insbesondere im Bereich Arbeitsmarkt und Wirtschaft, wie effizient und zielgerichtet sind diese? Das sind alles Fragen, die nur dann mit belastbaren Antworten, gegenübergetreten werden kann, wenn die richtigen Daten und in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Welche Daten es gibt, ist vor allem auch eine Frage der Organisation innerhalb der Wissenschaft, aber auch außerhalb der Wissenschaft. Wir müssen prinzipiell unterscheiden zwischen Daten, die ursprünglich aus nicht wissenschaftlichen Gründen angelegt wurden, sogenannte Register- oder Administrativdaten. Aber es gibt natürlich auch viele Daten, die aus der wissenschaftlichen Forschung resultieren oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung angelegt werden. Wir haben sozusagen drei Problembereiche, die wir auch im jetzigen Diskussionszusammenhang in Österreich sehen. Das erste ist die Frage des Zuganges. Welche Datensätze gibt es überhaupt? Wie können sie erhalten werden? Welche Rechtsbestimmungen, welche Normen sind dafür ausschlaggebend? Wir wissen aus einer Erhebung für das Wissenschaftsministerium aus dem letzten Jahr, dass rund 260 Datensätze von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Österreich genannt wurden, die in unterschiedlichsten Zusammenhängen von Ministerien und öffentlichen Behörden gesammelt werden. Der Fokus dieser Befragung war auf österreichische Daten und eben vor allem auf Register- und Administrativdaten. Ein zweiter Punkt betrifft die Konsistenz. Sie sehen, ich bin nicht ganz alleine. 10 Minuten. Die Konsistenz, eigentlich geht es um Datensätze. Diese müssen konsistent sein, das heißt Bearbeitung, versehen mit Metadaten, aufbereitet in geeigneter Form. Hier gibt es Best Practices, die sich erst herausbilden und auch das ist Gegenstand der Forschung. Und drittens, die Verknüpfung von Daten ist besonders wichtig, ein wesentliches Element der wissenschaftlichen Analyse. Es geht hier spielen datenschutzrechtliche Bedenken eine Rolle, aber auch Bedenken hinsichtlich des Aufwands der Bearbeitung. Wir sehen einige Baustellen vor uns. Es gibt rechtliche Grundlagen, die erst im Aufbau sind. Wir wissen inzwischen, dass es über das Forschungsorganisationsgesetz, über die anstehende Statistik, Austria-Novelle, einige Entwicklungen gibt oder geben könnte. Es gibt die Idee eines Austrian Microdata Centers. Es gibt aber auch noch keine Verordnungen zu den Registern, die in der Forschungsorganisationsgesetz vorgesehen sind. Und es gibt auch im Bereich der Datennachnutzung immer noch offene Fragen.
Wir haben sozusagen in Österreich auch noch keine klare Infrastruktur. Das schon genannte Austrian Micro Data Center ist sicher ein wichtiger Punkt, aber im Bereich der wissenschaftlich generierten Daten gibt es das Auster, das heute auch vorgestellt wird. Aber auch hier ist noch vieles im Unklaren. Und dann drittens auch noch der Governance-Ansatz. Wie regelt sich das mit den Fragen der Datenzugangs, der Preissetzung, der Akkreditierung etc. und so weiter. Damit habe ich schon sehr viel gesagt und will auch schon aufhören. Wir haben heute zwei Vorträge von zwei hervorragenden Experten in dem Feld und weitere zwei Kommentare vorgesehen. Wir werden so vorgehen, dass wir die Vorträge uns anhören und ich bitte Sie aber, dass Sie schon die Fragen, wenn Sie welche haben, Anregungen in der Q&A im Chat stellen. Wir werden diese Fragen sammeln und dann immer stellen. Und nach den Vorträgen unmittelbar werde ich auch Verständnisfragen nachschieben, sollte es solche geben. Und dann werden wir eine allgemeine Diskussion haben. Ich darf auch noch darauf hinweisen, dass wir dass Sie den Hinweis auf die Datenschutzerklärung in der Q&A jetzt finden. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, das ist jetzt schon ein bisschen spät, aber trotzdem noch wichtig, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen und dann später im YouTube-Channel des IHS wiedergeben werden. Bevor ich jetzt das Wort an den Martin Haller gebe, der unser erster Präsentator sein wird, haben wir aber noch eine Grußbotschaft von Bundesminister Heinz Fassmann. Bitte ich jetzt abzuspielen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Daten sind die Grundlage für das empirische Arbeiten in der Wissenschaft. Um wissenschaftliche Spitzenleistungen vollbringen zu können, benötigt es den bestmöglichen Zugang zu vorhandenen Daten. Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr deutlich vor Augen geführt, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit nur dann mit Hilfe der Wissenschaft lösen können, wenn die Wissenschaft über jene Daten verfügt, die die Realität bestmöglich abbilden. Wir verfügen in Österreich über eine gut aufgestellte Verwaltung und eine sehr gute Basis an Verwaltungsdaten, Registern und Statistiken. Die Corona-Pandemie zeigt, dass die gesundheitlichen Entwicklungen in der Bevölkerung und die Auswirkungen der Pandemie auf Arbeitsmarkt und Wirtschaft nur dann optimal erforscht werden können, wenn es für die Forschung einen Zugang zu diesen Daten der Verwaltung, den Registerdaten, gibt. Dieser Zugang muss unter klaren und strengen Regeln erfolgen. Technisch müssen die bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen für die Daten getroffen werden. Die Wissenschaft benötigt Zugang zu diesen Daten, nicht die Daten selbst. Die Forschung ist nicht an den Ergebnissen von Einzelpersonen interessiert, sondern an statistischen Analysen und Durchschnittswerten der Bevölkerung. Um den sicheren und effizienten Zugang zu Registerdaten für die Forschung zu schaffen, hat sich die Bundesregierung entschlossen, ein Zentrum einzurichten, das Austrian Micro Data Center. Ziel ist die Schaffung einer gemeinsamen Infrastruktur für die Forschung mit Registern aller Bundesministerien und der Daten der amtlichen Statistik. Dort sollen Register gemeinsam beforscht und wichtige Datensätze kombiniert werden können. Erst die Kombination wertvoller Datenbestände ermöglicht die Beantwortung spezifischer Fragestellungen. Durch derartige Forschungsansätze konnte etwa früh in der Pandemie in britischen Studien der Einfluss von Alter, Geschlecht und sozialem Status auf die Verläufe von Covid-Erkrankungen nachgewiesen werden. Diese Art von Forschung soll in Zukunft auch in Österreich möglich werden. Die Daten sollen mittels sicheren Fernzugriffs zur Verfügung gestellt werden. Das Austrian Micro Data Center soll als One-Stop-Shop, als zentraler Ort für die Beforschung dieser Daten dienen und bei der Statistik Austria angesiedelt sein, die schon jetzt hohe Fachkompetenz in diesem Bereich hat. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung trägt zur Umsetzung dieser Initiative des Regierungsprogramms bei und arbeitet gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt an den entsprechenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen. Dies erfolgt auch in enger Abstimmung mit Statistik Austria sowie Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft. Die entsprechend notwendigen Gesetzesreformen befinden sich in Abstimmung und sollen so rasch wie möglich umgesetzt werden, damit das Austrian Micro Data Center
seine Arbeit aufnehmen kann. Durch die Nutzung dieser Daten können Forschende neue wertvolle Erkenntnisse generieren, etwa der Zusammenhang von weit verbreiteten Krankheiten mit dem Einfluss verschiedener Faktoren wie Alter, Geschlecht und Beruf. Ebenso können neue Erkenntnisse über den langfristigen Zusammenhang von Bildung und Arbeitslosigkeit gewonnen werden. Auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise können durch Registerforschung besser verstanden werden. Wissenschaft auf der Grundlage von Verwaltungsdaten liefert solide, hochwertige Erkenntnisse. Diese können als Basis für neue Maßnahmen dienen und so die Lebensqualität zahlreicher Menschen in Österreich verbessern. Thomas, du bist stumm? Ja, laut stellen. Vielen Dank für diese Einspielung. Vielen Dank an das Bundesminister und Bundesministerin Grassmann für die Begrüßungsworte. Und ich darf jetzt, freue mich sehr, das Wort an unseren ersten Vortragenden zu geben, an Martin Haller. Martin Haller ist Professor für Volkswirtschaftslehre, dass ich es rausbringe, an der Universität Linz. Er ist auch im Beirat der Gesundheit Österreich GmbH. Er wird uns heute den ersten Vortrag darlegen. Martin, darf ich dich bitten, die Slide. Ja, hallo. Ich habe gerade noch das Problem, dass ich meine Folien nicht unter den ausgewählten Fenstern sehe. Ich glaube, ich muss ein bisschen improvisieren und meinen Desktop teilen. Seht ihr meine Folien? Ich kann sie sehen, ja. Ich glaube, jetzt sollte okay. Was? Ja, es ist leider kein idealer Ausschnitt, aber ich kann deshalb dann nicht das Fenster. Okay, ich hoffe, es wird trotzdem halbwegs funktionieren. Vielen Dank, dass wir heute über das wichtige Thema sprechen. Wir sind jetzt mittlerweile seit über einem Jahr in der Pandemie und ich habe mir immer gedacht, wie das Ganze begonnen hat, dass das so tragisch es ist, einen positiven Nebeneffekt haben wird, und zwar, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und die Öffentlichkeit erkennen, dass wir einen besseren Datenzugang in Österreich brauchen. Jetzt ist viel Zeit vergangen. So einfache Themen wie stark verbreitet ist eine Corona-Infektion mit einem Migrationshintergrund, werden immer noch beantwortet auf Basis von aus Spitälern herausgespielten Daten an Journalisten, die Vornamen kategorisieren. Aber wir blicken mit großer Hoffnung in die Zukunft und sprechen heute über dieses Austria Micro Data Center. Und ich habe eine kleine Präsentation zusammengestellt, in der ich jemanden annehme, das gibt es schon. Ich bin als Ökonom an Annahmen gewöhnt und hoffe, dass die Existenz des Austria Micro Data Center keine zu heroische Annahme ist. Ganz kurz die Agenda, ich habe nur ein paar Folien. Ich möchte zuerst über den Sollzustand sprechen auf Basis von einem Beispiel aus Schweden. Dann gehe ich zum österreichischen Ist-Zustand und dann zum Kann-Zustand unter der Annahme, dass das Austria Micro Data Center logistisch umgesetzt ist, und möchte dann ein paar Punkte diskutieren, die aus meiner Sicht, die auch schon teilweise von Thomas angesprochen sind, ganz wichtig sind und die aber noch vollkommen im Unklaren sind. Ja, wie so oft werden die Skandinavier zitiert, wenn es um Registerdaten geht. Und wenn wir uns jetzt noch an das letzte Pandemiejahr zurückerinnern, war eine der ganz emotional diskutierten Fragen, inwieweit sind die Kinder, vor allem die jungen Kinder, am Infektionsgeschehen beteiligt. Und was die schwedischen Forscher, das damals noch als Preprint, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile sogar schon erschienen, gemacht haben, sie haben gesagt, okay, wir nehmen unsere Registerdaten her, die wir in Schweden haben, und verknüpfen das mit, was Ökonomen gerne als ein natürliches Experiment bezeichnen. Es war so, in Schweden war über eine gewisse Zeitspanne, waren die Primarstufen offen. Das heißt, die jungen Kinder sind in der Präsenz unterrichtet worden und die älteren Kinder in der Sekundarstufe waren online. Dann hat man gesagt, okay, wir vergleichen jetzt, was passiert in diesen beiden Gruppen in Bezug auf Corona-Infektionen und Erkrankungen. Das Gute ist, Schweden hat alle Daten verknüpft, deren epidemiologisches Meldesystem ist verschnitten mit den sämtlichen Registerdaten. Die Forscher können darauf zurückgreifen, wissen, welches Kind geht in welche Schule, wer sind die Eltern von dem Kind, wer sind die Lehrer von dem Kind in der
in der Klasse 1a, in der Schule so und so, und sie kennen auch noch die Paten und Partnerinnen der Lehrer. Und dann hat man einfach verglichen, wie ist das Infektionsgeschehen innerhalb der Gruppe der Schüler und deren Familien und deren Lehrer und deren Angehörige, die im Online-Unterricht sind versus die, die im Präsenzunterricht sind. Und hier kann man einfach wirklich valide Ergebnisse ermitteln. Ich überlasse dann den Interessierten, die Ergebnisse selbst zu studieren. Mir geht es gar nicht so sehr um das Ergebnis, also um den Forschungsansatz. Und der ist natürlich toll. Wir haben dann in weiterer Folge die Google-Tests erhalten und haben dann gewusst, sind die Kinder oder die Lehrer infiziert. Da fehlen aber dann noch zwei wertvolle Informationsschritte, und zwar führt es auch zur Erkrankung, zur Weitergebung von der Erkrankung, und vor allem erlaubt dieses Forschungsdesign einen kontrafaktischen Rahmen. Und zwar kann ich die Frage stellen, gibt es mehr Infektionen im Präsenzunterricht versus im Offline-Unterricht? Ja, also ich glaube, es gibt vermutlich große Einigkeit, dass das ein toller Datensatz und ein tolles Forschungsdesign ist. Jetzt stellt sich die Frage, wäre eine vergleichbare Studie in Österreich möglich? Und ich glaube, dass die notwendigen Daten fast alle irgendwo erhoben herumliegen. Ich sage fast, weil quasi bis auf die Klasse hinunter 1a weiß ich nicht. Das große Problem ist aber, dass die Daten nicht verknüpft sind. Und zweitens, dass die Daten nicht der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Also im Ist-Zustand ist eine derartige Studie in Österreich nicht möglich. Ja, jetzt haben wir die Ankündigung gehört von dem Oscar Micro Data Center, was eine tolle Sache ist und was ganz klar zu unterstützen ist. Es ist hier eben angekündigt, dass die Daten gebündelt werden bei der Statistik Austria, im One-Stop-Shop. Und wenn wir von den Daten sprechen, dann habe ich das hier mal noch markiert, sind hier sämtliche Verzeichnisse, Datenbanken oder ähnliche Anwendungen oder Verarbeitungsplattformen zu verstehen, die bundesgesetzlich vorgesehen sind. Also ein juristischer Text. Das klingt einmal auf den ersten Blick sehr gut für mich als Laie, denn das klingt nach einer breiten Datenbasis. Okay, jetzt die Frage im Konjunktiv. Wäre eine vergleichbare Studie denn möglich, wenn wir dieses Austrian Micro Data Center hätten? Und da bin ich mir nicht so sicher. Zumindest glaube ich nicht, dass es so bald möglich wäre. Also die logistische Umsetzung steht noch aus. Nehmen wir die mal als gegeben an, dann sehe ich eine Reihe von praktischen Dingen in der Umsetzung, die meines Wissensstands nach noch vollkommen unklar sind. Die relevanten Gesundheitsdaten müssen integriert werden. Sind die Datenproduzenten, Dateninhaber, die Sozialversicherungsträger gewillt, diese Daten tatsächlich einzubringen? Besteht die Expertise innerhalb der Statistik Austria, diese Daten in einer geeigneten Art und Weise zur Verfügung zu stellen? Wie sind die Kosten des Zugangs für die Forscherinnen? Und wie sieht die gesamte Governance-Struktur aus, die diesen Prozess bildet und begleitet? Ich habe jetzt ein paar Überlegungen bezüglich dieser genannten Punkte angestellt. Worauf bilde ich meine Überlegungen? Das ist einerseits eine Erfahrung, die wir an der Johannes Kepler Universität in einem Pilotprojekt hatten. Das war von FWF gefördert, lief von 2008 bis 2014. Und hier haben wir schon so ein kleines Micro-Data-Center gehabt. Hier haben wir Daten vom AMS, der AUVA, dem Finanzministerium und Sozialministerium der damaligen Gebietskrankenkassen und des Dachverbandes verknüpft. Das ist der eine Stück Erfahrung. Die zweite Stück Erfahrung, die ich versucht habe, mir anzueignen, war mit semi-strukturierten Interviews, die ich mit skandinavischen Forscherinnen geführt habe, die langjährige Erfahrung mit Registerdaten haben. Das waren auch ältere Kollegen sozusagen, die an der Entstehung und Aufbau dieser Strukturen beteiligt waren. Okay, jetzt die entscheidenden Punkte. Die Statistik Austria macht schon seit längerem die sogenannte Registerzählung, die hat die Volkszählung ersetzt, und ich glaube, dass im Rahmen dessen wirklich eine tolle Infrastruktur geschaffen worden ist, auf die dieses Austria Micro Data Center aufbauen kann. Das sind Daten, die werden von verschiedenen Einheiten in Österreich gesammelt, aber die Statistik Austria hat schon Erfahrung, diese zu bündeln, hier grafisch dargestellt, und hat sie quasi schon im Haus. Wenn man sich jetzt diese Daten ansieht, ich glaube, bei der Statistik Austria wird das intern auch als Rich Frame bezeichnet, ist es leider so, dass sehr wenige Gesundheitsdaten drinnen sind. Es gibt ein paar Register wie die Geburten- und Sterbefälle, die sind meines Wissens auch verknüpfbar.
Dann gibt es Befragungsdaten, also eher außerhalb von unserem Thema heute, die österreichische Gesundheitsbefragung. Und dann gibt es andere Daten, die haben interessante Gesundheitsinformationen, das sind die Spitalsdaten oder die Stellungsdaten. Die sind innerhalb der Statistik Austria aber nur als ein Datensilo verfügbar und nicht mit anderen Daten verknüpfbar. Was fehlt hier? Die EMS-Daten fehlen, die in der Pandemie entscheidend sind. Und ganz generell, wenn man an Gesundheit denkt, fehlen die Daten der Sozialversicherung, also der österreichischen Gesundheitskasse. Und da stelle ich mir jetzt als gelernter Österreicher die Frage, reicht dieser rechtliche Rahmen, wie er angedacht ist, aus, um die Sozialversicherer zu überzeugen, dass sie denn auch die Daten tatsächlich in das Austria Micro Data Center einbringen? Wenn dem so ist, wenn dieser politische Wille da ist, diese Daten einzubringen, stellt sich die Frage, wer bearbeitet die Daten für das Austria Micro Data Center? Also wir hatten im Rahmen von dem Projekt Erfahrung mit den Daten der österreichischen Gebietskrankenkasse und diese Daten sind ein echtes Biest. Das sind Verrechnungsdaten, die sind zu administrativen Zwecken erhoben und nicht zu Forschungszwecken. Es gibt ja keinerlei Dokumentation. Der Kollege Humer, jetzt bei der Görg, war damals bei uns dieser Tanz, der kam da sein Leid klagen. Also ich sehe noch nicht keinen Plan, wer die Daten eben bereitstellt und nachdem die Statistik Austria da also aufbereitet und nachdem die Statistik Austria jetzt keine sehr große Expertise in diesen Gesundheitsdaten hat, weiß ich nicht, ob die das von heute auf morgen können oder was ist der Plan hier? Das ist mir unklar. Ein weiterer Aspekt, der ganz stark aus diesen Interviews mit den skandinavischen Forschern sich herauskristallisiert hat, war die Monopolstellung von einer Behörde wie der Statistik Austria. Also Shell Salvane sagt über Statistics Norway, there is a strong aspect of monopoly behavior. Natürlich macht es a priori Sinn, dass man die Daten bei der Statistik Austria in einem Datacenter bündelt, aber man verstärkt natürlich die Monopolstellung der Statistik Austria in diesem Kontext. Das betrifft die Preissetzung, wenn dann wir Forscherinnen damit arbeiten wollen, aber natürlich auch die Servicequalität, beziehungsweise wie stark ist hier die Innovationskraft, den Datenbestand zu erweitern, andere Innovationsschritte hin zu Verknüpfung mit Serverdaten oder experimentell gewonnenen Daten. Diese inhärenten Probleme sehe ich als ungelöst bzw. zumindest als nicht diskutiert. Und ein Zitat von dem dänischen Forscher Klaus Dustrup-Kreiner, das war für mich so wirklich sehr beschreibend für den Unterschied, den wir in Österreich versus etwa Dänemark haben. Er sagt über die evidenzbasierte Politik in Dänemark, the policymakers want to do the best job they can and therefore they want this data to be high quality. Also es braucht, auch wenn es dieser logistische Rahmen vorhanden ist, ja noch den Willen der einzelnen Beteiligten, dass diese dann wirklich befüllt werden und in bestmöglicher Qualität. Und da sehe ich noch einiges an Kulturwandel vor uns, den wir machen müssen. Ich glaube, in unseren Köpfen braucht es auch eine neue Abwägung von Datenschutz versus Erkenntnis. Und im Rahmen dessen müssen wir jetzt darüber nachdenken, wie wir eine Governance-Struktur bauen können, die zu diesem Ziel hinarbeitet, dass wir am Ende des Tages von einer evidenzbasierten Politik sprechen können. Vielen Dank. Danke, Martin. Wunderbar. Du hast deine Präsentation nicht nur sehr realistisch dargestellt, mit einigen Annahmen versehen über die österreichische Politik, sondern auch mit Katzenbildern, um das Ganze noch besonders attraktiv zu machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ändert nichts daran, dass die Situation oder die Ausgangslage nicht unbedingt die einfachste ist. Martin Haller hat sich beschäftigt mit der Frage des Austrian Micro Data Centers in Bezug auf die Register und Administrativdaten. Wir haben, wie ich es in der Einleitung schon gesagt habe, auch noch einen anderen Bereich, nämlich Daten, die durchaus im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten selber erfasst worden sind. Und diesen Aspekt wollen wir heute auch beleuchten. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Otto Rudi Fernandes hier ist. Er ist Mitarbeiter der Universität Graz
und dort tätig im Rahmen des universitätsübergreifenden Austrian Social Science Data Archive oder kurz gesagt AUSDA. Und ich würde ihn jetzt bitten, dass er uns das AUSDA kurz vorstellt und aus seiner Sicht das Thema beleuchtet. Okay, vielen Dank. Ich versuche noch schnell meine Folien zu teilen und hoffe, dass das jetzt geglückt ist. Kann man meine Folien sehen? Ja, wir sehen. Ja. Ja, okay, wunderbar. Ja, dann nochmal herzlichen Dank. Ich begrüße Sie aus meinem Büro in Graz und ich freue mich über die Gelegenheit, hier über unsere Aktivitäten zur Archivierung von Covid-Daten erzählen zu dürfen und dabei auch AUSDA vorzustellen. Es ist jetzt bald circa ein Jahr her, dass ich im Rahmen dieser Seminare im Publikum gesessen bin und damals sind erste Forschungsergebnisse von verschiedenen Projekten präsentiert worden. Und es freut mich, dass wir mittlerweile bereits auch einige von den damals präsentierten Studien mittlerweile, also dass wir von denen die Forschungsdaten bereits bei AUSDA archivieren und zugänglich machen konnten. Bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, also ich möchte über unser Projekt zur Archivierung von Forschungsdaten sprechen, erlauben Sie mir noch, dass ich ein paar allgemeine Punkte zu AUSDA sage. Wer sind wir und was tun wir? Die Buchstaben stehen für die Austrian Social Science Data Archive. Wir sind eine nationale Infrastruktureinrichtung, eine sogenannte Core Facility für sozialwissenschaftliche Forschungsdaten in Österreich. Wir haben ein breites Serviceangebot, aber unsere Kernaufgabe ist die Archivierung und Zurverfügungstellung sozialwissenschaftlicher Datenbestände für Wissenschaft und Gesellschaft. Das sind in der Regel Befragungsdaten, sowohl qualitative als auch quantitative, aber derzeit noch mit einem sehr starken Fokus auf quantitative Daten. Also allgemeine Bevölkerungsumfragen sind so die typische Datenart, nicht die einzige, aber die typische, die bei uns archiviert und zur Verfügung gestellt werden. Wir sind von der Struktur her dezentral organisiert. Wir haben Büros an den Universitäten Wien, Linz und Graz. Und seit Neuestem ist nun auch die Universität Innsbruck mit an Bord. International sind wir eingebunden im Consortium of European Social Science Data Archives, kurz CESTA, ERIC. Und wir sind da der österreichische Service Provider in diesem Verbund und kooperieren da mit anderen europäischen Datenarchiven, zum Beispiel in der Vorantreibung internationaler Standards. AUSDA unterstützt Open Science, Open Access und Open Data, wo immer möglich, nach dem Grundsatz so offen wie möglich und so geschlossen wie nötig. Das ist das, was wir normalerweise machen, auch in Nicht-Pandemie-Zeiten. Und was ist nun im letzten Jahr auf uns zugekommen? Das ist allgemein bekannt. Im Frühjahr 2020 hat die Pandemie Europa erreicht und damit auch Österreich. Das hatte nicht nur gesundheitliche Auswirkungen, es hatte enorme Auswirkungen auf das alltägliche Leben aller Menschen in der Bevölkerung. Und die neuen Schlagworte, mit denen wir es dann zu tun hatten, waren solche wie Social Distancing, Lockdown, Homeoffice, Kurzarbeit, Distance Learning. Und damit einhergehend hatte das natürlich auch deutliche Auswirkungen auf die sozialwissenschaftliche Forschungslandschaft in Österreich. Es wurden zahlreiche neue Studien initiiert. Das waren verschiedenste Studien. Manche wurden spontan initiiert von den Forschenden selbst, ohne externe Förderung. Es gab dann eigens etablierte Förderprogramme, wie zum Beispiel vom WWTF, mit denen einige Studien realisiert worden sind. Einige hat die Bundesregierung bzw. das Wissenschaftsministerium selbst in Auftrag gegeben. Und es wurde dann recht schnell auch der Ruf nach schnell verfügbaren Daten laut, mit der Idee im Hintergrund, dass eben Open Science auch einen Beitrag zur Bewältigung der Folgen der Krise leisten können sollte. Gut, was ist passiert bei AUSDA, ist dann mit Unterstützung des Wissenschaftsministeriums das Projekt Covid-19 Data Fast Track Publishing ins Leben gerufen worden. Das hatte zum Ziel, eben die nun entstehenden hochaktuellen Covid-Daten möglichst an einem Ort zu sammeln und diese eben der Scientific Community auch möglichst rasch zugänglich zu machen.
Der geplante Ablauf war, dass es zunächst eine Priorisierung gibt der aktuell gerade entstehenden Studien anhand von Kriterien, die wir dafür entwickelt haben. Und der Plan war zunächst einmal, die ersten 10 Studien möglichst schnell zu publizieren und dann in einer zweiten Phase zu schauen, welche dieser Studien kann man dann in die Langzeitarchivierung nachziehen, wo kann man vielleicht noch Zusatzleistungen anbieten, zum Beispiel Tabellenbände oder Ähnliches, und welche weitere Studien würden sich noch eignen, um in die Sammlung aufgenommen zu werden. Die geplante Dauer war 6 Monate, also zunächst einmal ging es darum, möglichst schnell zu starten. Wir haben es dann geschafft mit offiziellen Projektstart am 1.7.2020. De facto haben wir schon vorher begonnen, aber das war der offizielle Start, und das Ganze sollte dauern bis Jahresende, bis 31.12.2020. Wo auch irgendwie so der Gedanke wahrscheinlich war, dass nach Herbst die Pandemie niemanden mehr interessieren wird. Aber wir wissen, es ist anders gekommen, und es war dann auch nötig, die Projektlaufzeit auch zu verlängern und das Projekt während der Laufzeit zu adaptieren. Die Daten sollten natürlich nach den Fair Data Prinzipien zugänglich gemacht werden. Das ist nicht nur bei Covid-Daten, das sollten immer die Prinzipien sein. Das steht für findable, accessible, interoperable und reusable, also auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar. Das ist dann der Fall, wenn Daten in einem Repositorium gespeichert sind, wenn sie auffindbar sind durch einen persistenten Identifier, wie zum Beispiel einer DOI-Nummer, wenn sie ausreichend mit Dokumentation und Metadaten versehen sind. Diese Metadaten sollten natürlich internationalen Standards folgen, damit sie von verschiedenen Datenbanken und Suchmaschinen gefunden werden können. Das ist die Interoperabilität. Und damit die Daten nachnutzbar sind, müssen sie auch eine klare Lizenz haben, in der festgelegt ist, was mit bezogenen Daten dann auch gemacht werden darf. Solche Lizenzen sollten natürlich möglichst offen sein, aber man kann nicht immer komplett offene Lizenzen vergeben, aber sie sollten zumindest, Daten sollten zumindest fair sein. Und was in diesem Projekt hinzugekommen ist, war die Idee des Fast Track Publishing. Das bedeutet, wir haben mit Hilfe des Ministeriums zusätzliche Ressourcen bekommen. Wir konnten 2 zusätzliche Projektmitarbeiter anstellen. An dieser Stelle Dank an Manfred Herzog und Lorenz Makula, die da tatkräftig in diesem Projekt gearbeitet haben. Wir haben dazu dann eine eigene Pipeline für die Covid-Studien einrichten können, die den normalen Dateneingangsprozess umgehen kann, weil in der Regel ist es so, dass von Erhalt der Daten bis zur Publikation mindestens 6 Wochen vergehen. Wenn es da keine Warteliste gibt, und in der Situation waren wir, dass es da eine Warteliste von mehreren Monaten gegeben hat, und diese Pipeline konnten wir dadurch umgehen. Wir haben ein verkürztes Begutachtungsverfahren eingeführt, also zum Beispiel, dass gewisse Prozesse, die sonst Workflows, die nacheinander ablaufen, teilweise schon parallel stattgefunden haben. Es war der Fokus eben auf Publikation und die Schritte der Langzeitarchivierung, die man sonst mitmachen würde, versucht hinten anzustellen und auch die Möglichkeit zu geben, Pre-Releases zu publizieren, die noch nicht endgültig abgeschlossen sein müssen, sondern die dann später immer wieder abgedatet werden können. Gut, wie gesagt, wir haben am 1.7. gestartet und geplant war bis 31.12. Es hat sich dann schnell gezeigt, dass es Sinn macht, dieses Projekt zu verlängern, und es ist uns gelungen, auch die Projektlaufzeit dann bis 31.3. verlängern zu können. Weil es hat sich schnell herausgestellt, die Verfügbarkeit der Daten zur Archivierung hängt auch von verschiedenen Dingen ab. Zum einen von der Art der Studie, vom Studientyp, und zum anderen war das auch stark abhängig von der Pandemieentwicklung selbst. Es hat sich gezeigt, manche Studien haben sich sehr gut geeignet, um sie möglichst schnell zu publizieren. Bei anderen war das weniger der Fall. Zum Beispiel war Fast-Track Publishing nicht immer das Ziel der Datenproduzenten und Produzentinnen,
Und es gab eben auch viele Projekte, die eben noch nicht abgeschlossen waren oder aufgrund der anhaltenden Pandemie, die sich ja noch verschärft hat, in ihrer Projektlaufzeit auch verlängert wurden. Und viele Datenproduzentinnen wollten auch den klassischen Weg wählen, dass sie sagen, sie schließen ihr Projekt zuerst ab, machen die Publikationen und erst nach Projektende wollen sie die Daten dann zur Verfügung stellen. Und diese Daten wollen wir natürlich auch sammeln und zur Verfügung stellen. Was die Studientypen betrifft, hat sich gezeigt, dass man unterscheiden muss. Zunächst einmal gibt es sowas wie Surveys als Infrastrukturprogramme. Dazu zählen konkret das Austrian Corona Panel Project und die Studie Values in Crisis. Das sind Umfrageprogramme, groß angelegte, breitthemige Umfrageprogramme, die eben auch von Haus aus von vornherein darauf ausgelegt sind, dass sie möglichst offen einem großen Kreis von Wissenschaftlern und gegebenenfalls auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, dass diese Daten nachgenutzt werden, dass damit Forschung passiert. Es gibt vom Austrian Corona Panel Project, das von der Universität Wien durchgeführt wird, gibt es bei Auster sowohl eine Scientific Use Version, also mit einer wissenschaftlichen Lizenz zur wissenschaftlichen Nachnutzung und darüber hinaus auch eine Open Access Version, die jetzt vom datenschutztechnischen her, also jetzt weniger detaillierte Informationen beinhaltet, dafür aber offener zugänglich ist. Und das Austrian Corona Panel hat seit März 2020 in regelmäßigen Abständen immer die gleichen Leute zu Corona-Themen befragt. Und das Projekt ist immer noch anlaufend. Und wir haben heute Vormittag, ist es uns gelungen, den dritten Release des Austrian Corona Panel Projects mit den Erhebungswellen 1 bis 20 in unserem Repositorium zu publizieren. Also die Daten sind im Moment gerade wieder top aktuell. Die Values in Crisis Studie, die geht zurück auf die Initiative aus dem World Values Survey Netzwerk. Christian Welzel hat das initiiert. Das Besondere daran ist, dass sich viele Länder daran beteiligt haben und versucht worden ist, da international vergleichende Daten zu gewinnen. Und es hat sich dann gezeigt, dass die Harmonisierung dieser Daten sehr schwierig war. Und eben durch unsere Unterstützung ist es dann auch gelungen, einen harmonisierten Datensatz zu bekommen, der jetzt auch in den nächsten Wochen im Auster-Repositorium weltweit zugänglich dann gemacht werden kann. Also das waren die Datensätze, die einen sehr hohen Nachnutzungswert haben und auch schnell publiziert werden mussten, genauso wie die Prävalenzstudien zur Verbreitung von Corona. Da gab es eine von SORA und mehrere von der Statistik Austria, die auch ein gewissen Nachnutzungspotenzial hatten, aber wo es auch eigentlich stärker darum ging, aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studienergebnisse, diese möglichst rasch zu publizieren, weil diese Ergebnisse ja in den Medien stark berichtet und in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden und eben zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit dieser berichteten Ergebnisse. Und darüber hinaus gab es dann zahlreiche ganz unterschiedliche sogenannte Einzelprojekte, also Einzelprojekte zur Beantwortung spezifischer Forschungsfragen. Und da war es eben ganz unterschiedlich. Da gab es viele, die von der Möglichkeit der Datenarchivierung auch noch unterrichtet werden mussten oder darauf hingewiesen haben und die, wo wir dann, manche wollten halt eben ihre Daten auch erst nach Abschluss des Projektes publizieren und es gibt einige, die wir da jetzt sozusagen in der Pipeline haben und noch publizieren werden. Ich habe jetzt als Beispiele nur zwei angeführt, Lernen unter Covid-19-Bedingungen von der Universität Wien, eine psychologische Studie unter Studierenden und Schülern. Und das andere Beispiel, Polarization in Public Opinion von der Universität Graz. Ich habe jetzt diese zwei herausgepickt, um auch zu zeigen, es gibt sowas wie intendierte Corona-Studien und nicht intendierte
Corona-Studien. Also Lernen unter Covid-19 war als Corona-Studie geplant. Polarization in Public Opinion hatte eigentlich zum Thema öffentliche Meinung, war eigentlich jetzt schon in der Planung bevor die Pandemie ausgebrochen ist. Aber bis es zur Datenerhebung gekommen ist, gab es dann im Prinzip nur noch ein Thema, das in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Und so ist das auch nicht intendiert sozusagen zu einer Corona-Studie geworden, die wir auch demnächst publizieren können. Gut, nach dem offiziellen Ende des Projektes mit Ende März, es wird noch ein Nachfolgeprojekt geben, dazu komme ich noch. Was ist verfügbar? Wir haben jetzt 13 sehr interessante Datensätze, die bereits publiziert und zugänglich sind in unserem Repositorium, dem Auster Dataverse. Wir haben da eine eigene Sammlung eingerichtet, die nennt sich COVID-19 Pandemic Dataverse. Weitere 5 Datensätze sind jetzt in der Dateneingangsphase im Ingest, also da sind schon die Verträge unterschrieben und Daten werden noch endgültig aufbereitet und können dann bald publiziert werden. Und weitere etwa 5 Datensätze sind in der Akquisephase und sollten wir dann auch bald erhalten. Ja, diese Daten, die in unserer Sammlung, dem COVID-19 Pandemic Dataverse zu finden sind, sind zugänglich in unserem Repositorium, das Auster Dataverse, können aber auch auf europäischer Ebene im europäischen CESTA Data Catalog recherchiert werden. Dieser CESTA Data Catalog ist wiederum ein Teil der European Open Science Cloud. Dadurch sind diese Daten auch weltweit auffindbar und zugänglich. Kurzer Ausblick, das Nachfolgeprojekt, das nennt sich COVID-19 Social Science Data Hub Austria, kurz COSDA, und ist auch mit Hilfe des Wissenschaftsministeriums gestartet worden, geht noch bis Jahresende 2021 und soll dem Rechnung tragen, dass eben die Corona-Krise ja auch noch nicht vorbei ist, dass immer noch Forschung stattfindet und dass auch diese Daten gesammelt und möglichst rasch publiziert werden sollten. Der Schwerpunkt liegt jetzt auch aus den Erfahrungen, die wir aus dem ersten Projekt gemacht haben, liegt der Schwerpunkt bei der Begleitung der Infrastrukturprogramme Austrian Corona Panel Project und Values in Crisis, die im Jahr 2021 ja noch weitere Erhebungen planen. Weiters die Publikation der eben schon akquirierten Datensätze und auch die Akquise von weiteren laufenden Forschungsprojekten oder auch neue Forschungsprojekte. Eine Grundlage für die Akquise neuer Datensätze spielt dabei auch die Datenbank, die das IHS und das Bundesministerium zusammen entwickelt haben. Die nennt sich COVID-19 Social Data Austria, ist über die IHS-Seite zugänglich und ist eine Übersicht über sozialwissenschaftliche Corona-Studien, die seit 2020 in Österreich initiiert worden ist. Da kann man auch sehen, ob und wie die Forschungsdaten zugänglich gemacht wurden. Und es ist natürlich unser Ziel, dass möglichst viele von diesen Forschungsdaten dann auch bei Auster zugänglich gemacht werden können. Gut, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe auch ein bisschen jetzt eine Antwort gegeben haben zu können auf die Ausgangsfrage. Der Titel des Webinars ist ja Daten, 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 aber woher? Zumindest für sozialwissenschaftliche Umfragedaten sind wir sehr darum bemüht, dass die Antwort lauten kann, die sind bei Auster zu finden. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank, Otto Bodi. Fernandes, ja, das sieht man, glaube ich, schon sehr gut, wie aufwendig es dann auch ist, wirklich gute Daten im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. Auster ist eine relativ neue und, glaube ich, inzwischen aber extrem wichtige Einrichtung, Infrastruktur, möchte ich fast sagen, für die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Österreich geworden, auch gut im europäischen Kontext vernetzt. Wir haben schon eine Reihe von Fragen in der Q&A bekommen, auf die ich dann im Anschluss sofort eingehen werde. Wir haben aber davor noch 2 weitere Kommentare, die jetzt ein bisschen kürzer sein werden, aber weil wir, wie wir aus den Vorträgen ja schon mitbekommen haben,
hier mit einem recht komplexen und auch von sehr vielen Akteuren und Akteurinnen, auch institutionellen Akteuren, Akteurinnen, bestimmten Thema zu tun haben, erschien es uns als erforderlich oder gut, da auch noch zumindest zwei weitere Stimmen einzuholen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt einmal das Wort dem Herrn, glaube ich, von Martin Haller schon kurz erwähnten, Michael Hummer geben kann. Michael Hummer ist Leiter der Datenplattform bei der Gesundheit Österreich GmbH. Das heißt, er sitzt quasi im Zentrum und einer der Kommentare in der Q&A hat sich ja auch schon auf die GÖG bezogen, also GÖG Gesundheit Österreich. Herr Hummer, darf ich Sie bitten, dass Sie uns kurz Ihre Sichtweise darlegen? Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung, an dieser sehr interessanten Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Wir betreiben als Gesundheit Österreich im Auftrag des Gesundheitsministeriums seit Mai bzw. Juni letzten Jahres eben die Datenplattform Covid-19. Und die erste Aufgabe der Datenplattform war es eben, anonymisierte Daten aus dem EMS, also dem epidemiologischen Meldesystem, der Wissenschaft und Forschung zugänglich zu machen. Nächste Folie bitte. Und zu diesem Zweck haben wir hier folgenden Prozess aufgesetzt, den ich ganz kurz eben vorstellen möchte, weil der Martin Haller hat es eben schon angesprochen, was es einfach künftig hin brauchen wird, sind ziemlich viele operative Fragen, die da noch geklärt werden müssen. Wie funktionieren Datenzugänge? Wie kann man eine Akkreditierung regeln? Unter welchen Kriterien bekomme ich die Daten? Und ich möchte einfach auf diesem Weg sozusagen unsere Erfahrungen, die wir hier jetzt halt in den letzten Monaten sammeln konnten, hier sozusagen ganz kurz vorstellen. Also beginnen wir alles mit einem ersten Schritt. Wir bekommen von den Forschungseinrichtungen einen Antrag, der über unsere Website eingebracht wird. Also da geht es einfach um Stammdatenname, Forschungsorganisation, aber auch was der Forschungszweck als solcher darstellt. Wir sammeln dann aus GÖG diese Anträge als solche und bereiten die auf und übermitteln sie an einen zweiten Schritt, an einen wissenschaftlichen Beirat, der zu diesem Zweck eingerichtet wurde. Hier drinnen haben wir Fachexperten aus der Medizin einerseits, aber auch was Datenschutz anbelangt, juristische Belange. Die prüfen dann diese Anträge und wenn diese Anträge positiv geprüft sind, bekommen die Forschungseinrichtungen eine Akkreditierung, was normalerweise immer der Fall darstellt. Und sobald dann diese Akkreditierung vorliegt, gehen wir in eine Vertragserstellungsphase mit den Forschungseinrichtungen, sozusagen ein bisschen ein Paperwork, das wir da benötigen, um die Daten bereitstellen können. Also hier geht es dann einfach um die Nutzung der Daten, was darf man damit? Also es geht ganz klar um Wissenschaft und Forschung und die Daten und diese Dinge werden eben vertraglich geregelt. Sobald dieses Paperwork dann abgeschlossen ist, werden die Zugangsdaten an die Forschungsorganisationen übermittelt und die bekommen dann einfach Zugriff auf die Datenbestände. Ja, und ein Punkt, den wir, sage ich mal, ziemlich unterschätzt haben, ist dann die laufende Betreuung, die dann einfach während der Antragsphase noch stattfindet, aber auch sobald wir die Daten eben bereitstellen. Also es hat sich herauskristallisiert, was natürlich auch zum Teil auf der Hand liegt, dass dieses Domainwissen, was einfach notwendig ist, die Stolpersteine, die in den Daten drinnen sind, diese Informationen müssen auch den Forscherinnen und Forschern bereitgestellt werden. Und sowas funktioniert einfach auch sehr gut im Dialog dann mit den Forscherinnen und Forschern. Und ist ja relativ schwierig, da das alles in eine Dokumentation zu geben. Und dementsprechend ist einfach auch dieser Schritt, diese laufende Betreuung sehr zeitintensiv, aber auch sehr wichtig für die Forscherinnen. Genau, und dann in einem letzten Schritt erfolgt dann nochmal eine Präsentation der wissenschaftlichen Arbeiten. Also wir haben damit dieses Jahr begonnen und die werden dann in den Beiratssitzungen ganz kurz vorgestellt. Und am Schluss werden diese Publikationen bzw. die Präsentationen dann auf unserer Website dann transparent und einsichtlich auch nochmals gelistet. Nächste Folie bitte. Genau, seit dem Start hatten wir mittlerweile 84 Anträge bearbeitet. 60 davon, Forschungseinrichtungen, wurden akkreditiert. Ganz interessant dabei ist, also wir haben hier nicht nur Forschungseinrichtungen aus Österreich, sondern auch einige internationale Einrichtungen. Hier natürlich viele aus Deutschland und ganz interessant, wenn man mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen spricht,
dann sagen die, naja, sie kommen sich jetzt natürlich nicht vor wie in Dänemark, was die Datenverfügbarkeit anbelangt, aber sie sagen, es ist um einiges besser eigentlich, wie sie in Deutschland die Situation vorfinden und so diese Datenzugänge, die wir jetzt da eben bereitstellen können, da sind wir uns bewusst, dass das erst der erste Schritt ist, aber es ist auf alle Fälle mal ein erster und guter Schritt, mit dem wir auch auf positive Resonanz stoßen konnten bis dato. Genau, und soweit wir wissen, gab es bis dato 10 wissenschaftliche Publikationen, die zustande gekommen sind unter Verwendung der EMS-Daten und die werden auch auf unserer Website daneben dargestellt. Nächste Folie bitte. Genau, die Datenbaustelle. Sie sehen hier mal grün jene Daten, die wir jetzt schon bereitstellen können oder sehr zeitnah bereitstellen werden über die Datenplattform. Also das ist einerseits sind es die Statistikregister aus dem EMS, dann die Krankenhausdaten, hier haben wir die Intensivdokumentation, die ist deshalb interessant, weil die beinhaltet auch klinische Parameter und Behandlungsparameter während des Krankenhausaufenthalts und dann Diagnose- und Leistungsdaten. Also das sind jene Daten, die der Kollege Haller vorhin angesprochen hat, die sogenannten LKF-Spitalsdaten. Leider können wir diese Informationen aber nicht auf der Personenebene matchen. Und das liegt einfach daran, dass für diese LKF-Daten, das ist schon einige Jahre her, ein ganz besonders sicheres Pseudonym vorgesehen wurde, was, sage ich mal, natürlich von der Ratio Sinn macht, wenn man so sensiblen Daten schützen möchte. Jetzt in einer Pandemie stehen wir natürlich vor der problematischen Situation, dass es wichtig wäre, diese Daten auf der Personenebene zusammenführen zu können. Und das funktioniert unter den jetzigen Rahmenbedingungen rechtlich, aber auch technisch nicht. Was wir in Kooperation mit dem CEM in 1 bis 2 Wochen voraussichtlich auch bereitstellen können, werden Genomsequenzierungsdaten sein. Orange dargestellt sind die Impfdaten. Hier gibt es ja bereits eine rechtliche Grundlage im Epidemiegesetz dazu, dass auch diese Daten in das EMS kommen sollen. Hier hat es aufgrund der Sensibilität des Themas einige Abklärungen und Gespräche gegeben hinsichtlich, wie man das eben datenschutzrechtlich korrekt dann auf die Beine stellt. Aber es wird auch absehbar sein, relativ zeitnah, so wie es aussieht, dass wir auch die Impfdaten auf der Personenebene im EMS vorfinden werden und in weiterer Folge dann über die Datenplattform auch bereitstellen können. Sie alle kennen die Diskussion, gerade die wir jetzt in Tirol hatten mit der Escape-Variante, wo man einfach sieht, wie wichtig hier eine Verschneidung ist, um diese Informationen zu analysieren zu können. Genau, Arbeitgeber- und Brancheninformationen, auch das ist im laufenden Diskurs, wurde schon oft darauf eingegangen, wie wichtig diese Daten einfach sind, wenn es darum geht, Maßnahmen zu evaluieren, schauen, wer ist besonders von Corona betroffen etc. Hier finden sich auch entsprechende Vorkehrungen bereits in der aktuellen Novelle des Epidemiegesetzes. Gibt es aber, soweit ich es vernommen habe, einiges auch an Diskussion, ob das jetzt datenschutzrechtlich wirklich state of the art formuliert ist oder ob es hier noch Nachbesserungsbedarf benötigen wird. Aber auch hier wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Erweiterung des EMS geben, des Statistikregisters, und wir können dann auch diese Daten bereitstellen. Ein ganz offenes Feld leider sind nur solche Informationen wie Medikamentendaten, die eben in Österreich vorwiegend die Sozialversicherung zur Verfügung hat, wäre natürlich insbesondere wichtig, wenn wir über Vorerkrankungen nachdenken, die man beispielsweise über den Medikamentenkonsum ableiten kann, aber auch dann, wenn wir beispielsweise an die Analyse von Long-Covid denken, was in den nächsten Wochen und Monaten einfach immer wichtiger werden wird. Und auch hier ist das natürlich eine ganz wichtige weitere Grundlage, aber auch in einem ganz anderen staatlichen Tätigkeitsbereich gelegen, und das macht natürlich die Verknüpfung der Datenbestände nicht unbedingt einfacher, diese unterschiedlichen Stakeholder-Interessen, die es dann da zu berücksichtigen gilt. Und auch, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, man hat es eh schon gesagt, die Daten, es sind sehr sensible Informationen, Datenschutz, Datensicherheit ist hier ganz wichtig und das muss man natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Aber ganz wichtig denke ich auch, dass man den Datenschutz als solches hier nicht als Vorwand verwendet, um einfach einem Erkenntnisinteresse, was ebenso für das Pandemie-Management, für die wissenschaftliche Forschung zentral ist. Nächste Folie bitte. Genau. Was sind jetzt so unsere wesentlichen Learnings und was ist unseres Erachtens die Perspektive jetzt aus einem Jahr Datenplattform? Ganz wichtig, das Domainwissen zu verfügbar machen. Und man braucht einfach da an der Schnittstelle Personen, die die Daten einfach auch kennen und die dann die Forscherinnen und Forscher auf die Fallstricke, die in den Daten immer wieder drinstecken, hinweisen können. Hier benötigt es einfach Dialog.
Wir müssen eine Grundlage, einen Dialog schaffen, wie wir die Datensilos miteinander verknüpfen können. Also wir, gerade in der öffentlichen Debatte, enden wir dann meistens immer daran, ist das jetzt datenschutzrechtlich legitim, was sagt die DSGVO dazu, darf man das überhaupt, darf man es nicht, unter welchen Voraussetzungen darf man es? Und das haben wir einfach auch jetzt gemerkt, wo wir haben uns eben bei der Konzeption der Datenplattform sehr stark dann am Forschungsorganisationsgesetz orientiert, auch was Zugang und so weiter anbelangt. Aber auch hier sieht man, dass sehr viele operative Fragen ungeklärt sind und zum Beispiel die Frage, wer ist jetzt, wann wir personenbezogene Daten bereitstellen, wer ist dann eigentlich Auftragsverarbeiter, wer ist verantwortlicher Datenbestände, wie regeln wir diese Dinge? Also das sind sehr viele Fragen juristischer Natur, wo es glaube ich einfach in Österreich einfach auch eine Richtlinie braucht, die uns dann dabei helfen kann, hier in der operativen Umsetzung das auch datenschutzkonform abzuwickeln. Und all diese Dinge laufen darauf hinaus, dass wir so etwas wie ein Governance-Framework wahrscheinlich für die Datennutzung benötigen. Denn auch wenn ich mir jetzt das Forschungsorganisationsgesetz anschaue, ich glaube, es ist der Paragraph 38b, der eben vorsieht, dass Minister, Ministerinnen dann per Verordnung neue Register freigeben können. Die Betonung liegt auf freigeben können. Aber was sind eigentlich die Kriterien, die man dann einfordern kann, unter welchen Voraussetzungen die Register eingespielt werden in irgendeine größere Lösung, wie die dann auch immer aussieht und wie regeln wir dann den Zugang zu diesen Daten? Also es gibt ganz viele Fragestellungen dazu und ich glaube, da braucht man einfach, wann die logistischen Grundlagen dann geschaffen sein werden, auch noch weitere Arbeit einfach, um die operativen Details dann auch entsprechend und adäquat regeln zu können, um einfach einen Zugang zu den wichtigen Registerdaten für die Forschung zu ermöglichen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Hummer, für diesen Beitrag. Das, was Sie da skizzieren und was ich glaube ich auch schon in den anderen Vorträgen herauskristallisiert, ist, dass tatsächlich diese Frage der Governance in Österreich, der operativen Umsetzung sehr offen immer noch ist. Es gibt aber Bereiche, wo wir schon jahrelang Erfahrung haben mit Registerdaten auch in dem Umgang. Dazu freue ich mich, dass jetzt auch noch ein Kommentar von Stefan Vogtenhuber kommen wird. Stefan Vogtenhuber ist Senior Researcher am IHS, auch affiliiert mit dem Institut für Soziologie der Universität Wien. Und er arbeitet schon seit langem intensiv mit der AMDB, wie sie in internen Kreisen bekannt ist, mit der Arbeitsmarktdatenbank. Stefan, ich würde dich bitten, dass du jetzt deinen Kommentar noch dazu fügst. Okay, danke Thomas. Sieht man meine Folien und ich kann auch weiterklicken? Ja. Die zweite? Super, okay, danke. Ich werde jetzt in meinem kurzen Statement, ich werde mich kurz fassen, eben auf diesen Bereich der Arbeitsmarktforschung und des Arbeitsmarktes grundsätzlich eingehen, der ja durch die Pandemie sehr stark auch betroffen worden ist, insbesondere durch die Bekämpfung der Pandemie und die Probleme, die damit am Arbeitsmarkt verursacht worden sind, die werden uns sicher noch einige Zeit beschäftigen, auch dann, wenn die Pandemie hoffentlich aus gesundheitlicher oder virologischer Sicht bald einmal im Griff ist. Und es geht da nicht nur um Einkommenseinbußen oder die Verfestigung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit, die wir jetzt beobachten, sondern auch vor allem durch die Kurzarbeit oder längere Arbeitslosigkeit verursachten Verluste am Erwerb von beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die natürlich umso schwerwiegender sein werden in Bereichen, wo also die Pandemie den strukturellen Wandel am Arbeitsmarkt beschleunigt hat, was man ja annehmen kann und wo es auch einige Anzeichen gibt dafür, Stichwort technologischer Wandel, Digitalisierung und so weiter. Also seit jetzt, wir haben schon gehört, fast bald 14 Monaten gibt es also für Arbeitslose kaum Möglichkeiten, wieder zurück in Beschäftigung zu kommen. Sehr viele Personen sind fast durchgehend in Kurzarbeit. Es geht ja runter bis fast überhaupt keine Arbeitsstunden und da geht natürlich einher ein Verlust von
mögliche Arbeitserfahrung und Berufserfahrung, der sich insbesondere bei den jüngeren Kohorten oder bei den Arbeitsmarkteinsteigerinnen natürlich schwer auswirken wird. Wir werden dann wahrscheinlich auch zu einem gewissen Rückstau kommen beim Übertritt von Ausbildung, Bildung in Beschäftigung, wo es dann vielleicht doppelte oder dreifache Absolventenjahrgänge geben wird, die am Arbeitsmarkt kommen. So, ich möchte jetzt eben noch einmal auf die AMDB, wie der Thomas schon angekündigt hat, zu sprechen kommen. Das ist ja eine etablierte Infrastruktur, die auf administrativ- bzw. Registerdaten aufbaut und die auch genutzt wird von vielen unterschiedlichen Forschungseinrichtungen und Forscherinnen in Österreich und auch außerhalb von Österreich. Da ist also Kompetenz aufgebaut und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das betont, dass es hier auch außerhalb diesen möglichen Austrian Microdata Center Infrastruktur gibt, die man auch aufrechterhalten sollte aus meiner Sicht und auch danach trachten sollte, das weiter auszubauen, ja, mit anderen oder besseren Daten zu verlinken. Und das hat vor allem den Vorteil oder den Hintergrund, dass diese Daten sehr zeitnah verfügbar sind. Das heißt, man kann relativ rasch Analysen machen, was ja in dem möglichen Microdata Center nicht der Fall sein wird oder wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil es hier zu Prozessen kommt, wir haben es schon gehört, und die Verfügbarkeit von Daten, nachdem sie dann einmal verschnitten worden sind, verzögert sich. Darauf möchte ich ein bisschen eingehen. So. Die Arbeitsmarktdatenbank, die nur ganz kurz zum Hintergrund, die stellt also personenbezogene, pseudonymisierte Daten des Dachverbandes, der Sozialversicherungsträger und des AMS zur Verfügung. Das wird vom Arbeitsministerium und vom AMS betrieben, diese Datenbank. Und der Zugang, der ist für alle Personen, natürlichen und juristischen Personen eigentlich möglich, geregelt unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes, das ja im Prinzip Paragraph 7 für im öffentlichen Interesse liegende Forschungszwecke beispielsweise, also eigentlich eine großzügige Verwendung von personenbezogenen, nämlich pseudonymisierten personenbezogenen Daten vorsieht. Ja, man muss als individueller Antragsteller oder als Institution ein Datensicherheitskonzept vorlegen und haben, und alle Personen, die sich mit diesen Daten beschäftigen, unterzeichnen eine Vertraulichkeitserklärung. So sieht das im vereinfachten Schema aus. Soll eigentlich nur zeigen, dass eine Reihe von unterschiedlichen Datenquellen zusammenfließen und verschnitten werden auf Personenebene von unterschiedlichen Institutionen, vom Hauptverband oder Dachverband, der Sozialversicherung, vom AMS und auch vom Sozialministerium, Service und so weiter. Und die werden dann verschnitten oder verknüpfbar zur Verfügung gestellt. Und das funktioniert. Das funktioniert schon lange. Mir ist nicht bekannt, dass es zu irgendeinem Data Breach gekommen wäre, zu irgendwelchen Verletzungen von Vertraulichkeitsvereinbarungen oder Skandalen und so weiter. Also die Forscherinnen und Forscher, die sich dazu verpflichten und mit den Daten arbeiten, die machen das sehr verantwortungsvoll und es gibt keine Skandale und so weiter, wie ich gesagt habe. Was kann man machen? Man kann, wie ich gesagt habe, sehr aktuell mit diesen Daten arbeiten. Hier zum Beispiel eine Auswertung aus dem Herbst, wo wir uns angesehen haben, alle Erwerbstätigen des Februar 2020. Wie ist es denen in der Pandemie gegangen? Wie viele von denen sind in Kurzarbeit gekommen? Wie viele von denen sind arbeitslos geworden? Und wie viele sind vom Arbeitsmarkt abgegangen? Das kann man also in Verlaufsgrafiken darstellen. Es sind Längsschnittsdaten und wie gesagt, sehr aktualisiert. Man könnte das zum Stand jetzt bereits für ein ganzes Jahr nachzeichnen bis Ende Februar, Anfang März 2021. Die Daten sind sehr gut, aktuell, aber natürlich, sie könnten besser sein, man könnte mehr damit verknüpfen. Und was ein großes Problem in der Arbeitsmarktforschung ist, ist, dass es neben Gesundheitsdaten auch, die natürlich auch eine Rolle spielen, weil Arbeitslosigkeit dieser Tage ist, jährt sich der Todestag von Maria Hoder, die herausgefunden hat, was Arbeitslosigkeit alles für psychosoziale und gesundheitliche Folgeerscheinungen haben kann.
Aber ein Punkt, der mir zentral ist und wo wir seit Jahren versuchen, dass wir vielleicht Bildungsinformationen zu dieser Arbeitsmarktdatenbank verknüpfen können. Ja. Die gibt es nicht. Bildungsinformationen haben wir darin nicht, für die Erwerbstätigen, nur für die, die irgendwann einmal vom Arbeitsmarktservice als Klienten betreut worden sind. Aber das ist von hohem Interesse natürlich für die Forschung, für eine moderne Arbeitsmarktforschung, auch für die Öffentlichkeit. Beispielsweise gab es eine parlamentarische Anfrage im Herbst, wo die Anfrage war, man soll bitte den Bildungsgrad der Personen in Kurzarbeit Auskunft dazu geben, und das Arbeitsministerium, Ministerin Aschbacher, musste dann antworten: Zum Ausbildungsniveau der Personen in Kurzarbeit werden keine Daten erhoben. Es müssten auch gar keine Daten erhoben werden, weil die Daten sind ja verfügbar. Es gibt das Bildungsstandregister, wo also für sämtliche Personen, die in Österreich wohnhaft sind, gemeldet sind, der Bildungsstand verfügbar ist, früher aus der Volkszählung, jetzt aus dem Bildungsdokumentationsgesetz, und wird durch allerlei Quellen, auch durch das AMS, aufgefüllt für Personen, die nicht in Österreich ihre Bildung absolviert haben und so weiter. Die Daten können verknüpft werden, sie werden auch verknüpft. Statistik Austria macht genau das, in ihrer Registerzählung schon angesprochen, beziehungsweise in der abgestimmten Erwerbsstatistik. Und jetzt kommt der Hinweis zur Aktualität dieser Daten. Sollten die einmal in einem künftigen Mikrodatenzentrum zur Verfügung stehen? Im Moment ist die abgestimmte Erwerbsstatistik für das Jahr 2018 verfügbar, seit August 2020. Das heißt, die abgestimmte Erwerbsstatistik für 2020, wenn es um Aussagen über die Kurzarbeit treffen zu können, wären dann für August 2022 erwartbar. Dann ist es natürlich nicht mehr so prickelnd. Dann wären natürlich Verläufe interessant für diejenigen in Kurzarbeit, wie ist es denen dann bis 2022 ergangen. Und da könnten wir sehr viel aktuellere Forschung beitragen auf Basis der Arbeitsmarktdatenbank. Ja. Von dem abgesehen, dass die abgestimmte Erwerbsstatistik keine Verlaufsstatistik ist. Und zum Abschluss meines Statements noch ein bescheidener Vorschlag meinerseits, wie man das dann machen könnte für die Wissenschaft. Ich habe mich da jetzt ein bisschen auch mit Datenschutz, mit dem E-Commerce-Gesetz und so weiter auseinandergesetzt, wie man das, also dass man es verknüpfen kann technisch, ist klar. Wie man es machen könnte, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine relativ niederschwellige und einfache Möglichkeit wäre, dass die Statistik Austria den Betreiberinnen, Betreiber der Arbeitsmarktdatenbank, also dem Arbeitsministerium und dem AMS, die Informationen aus dem Bildungsstandregister auf Basis entweder der Sozialversicherungsnummer oder eben auf Basis der verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzahl laut diesem E-Commerce-Gesetz übermittelt und zukommen lässt. Das könnte man einmal jährlich machen, und die AMDB würde das dann als Zusatztabelle allen Zugangsberechtigten zu dieser Datenbank zur Verfügung stellen, und auf einen Schlag hätte die Arbeitsmarktforschung hochwertige und auch valide Bildungsdaten zur Verfügung und könnte das zeitnah analysieren und müsste nicht dann warten auf diese Prozesse und den Veröffentlichungskalender von Statistik Austria und so weiter. Ja, so viel zu meinem Statement. Dankeschön. Vielen Dank auch dir, Stefan, für diesen Hinweis, die Zurückkopplung. Für diesen wichtigen Hinweis auf die Arbeitsmarktdatenbank, die, glaube ich, einerseits, so wie der Michael Hummer das genannt hat, ein schon sehr etabliertes und Anführungszeichen Datensilo ist, auf der anderen Seite ein extrem wichtiges, eine extrem wichtige Ressource für bestehende sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Forschung in Österreich. Wir haben nicht nur sehr viele Zuseher und Zuseherinnen, was mich sehr freut, sondern wir haben auch eine ganze Reihe an Fragen bekommen, auch an Hinweisen. Die Hinweise aus zeitökonomischen Gründen, auf die werde ich jetzt nicht mehr hingehen, da würde ich einfach alle bitten, sich das in der Q&A selber anzuschauen, aber vielleicht zu den Fragen. Und da würde ich gleich gerne mit der ersten Frage anfangen und zu dir zurückkommen, Martin.
Das betrifft die Frage von der Katja Meyer. Sie fragt, ob es aus den Pionierländern Schweden und so weiter Metastudien gibt, die den Impact und die Benefits oder auch die Challenges von möglichen Datenverknüpfungen und damit möglichen Forschung aufzeigen. Bitte, Herr Kurz, halten Sie da. Ja, also ich habe eben diese Interviews geführt, um das ein bisschen herauszuarbeiten. Ich werde das danach veröffentlichen, war ein bisschen semi-strukturiert, habe da ein bisschen dilettiert mit strukturierten Interviews. Es gibt eine Publikation, wo das ein bisschen beschrieben wird, ich kann das danach posten, aber es gibt jetzt kein so ein gutes Standardwerk. Das ist alles ein bisschen generisch gewachsen und das muss man erst dokumentieren. Okay, aber ich glaube, was sehr deutlich geworden ist bei dir, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Forscher und Forscherinnen in diesen Ländern davon ausgehen, dass sie diese Daten in der Art und Weise, in der hohen Qualität zur Verfügung bekommen. Ich glaube, das ist etwas, das dem österreichischen Wissenschaftler und der österreichischen Wissenschaftlerin ein bisschen einen Stich in der Brust versetzt. Diesen Kommentar erlaube ich mir jetzt noch. Wir haben auch einen Hinweis bekommen auf eine bestehendes oder sozusagen nicht mehr existierende Datenbank, GAP-DRG, die ein gewisser Herr Dr. Endl einmal erstellt hat und damit seien etliche Studien durchgeführt worden. Mir war das nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen, euch, Martin oder Herr Hummer, dazu noch einen Kommentar geben will. Bitte, das wäre jetzt gut. Also ich kenne die GAP-DRG sozusagen auch nur vom Hörensagen, ich habe nie damit gearbeitet, aber es war eben eine Zusammenführung von Sozialversicherungsdaten und da hat man auch auf der Personenebene unterschiedliche Datenbestände zusammenführen können, Medikationsdaten, Daten aus dem niedergelassenen Bereich, auch Hospitalisierungsdaten und ich glaube im Verein DexHelp sind da einige in diesem, das war glaube ich ein Comet-Projekt auch, sind darauf basierend einiges an Arbeiten passiert. Was die aktuelle Situation ist mit der GAP-DRG anbelangt, das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Kollegin hat eh geschrieben, es wird derzeit nicht weitergeführt, aber da sieht man glaube ich schon, welche Macht auch Datenmacht in der Sozialversicherung liegt, welche mächtigen Bestände dort auch zur Verfügung stehen, insbesondere auch im Gesundheitsbereich. Die Nachfrage von der Frau Meyer war dann, ob es dazu auch eine Liste an Publikationen gibt, die aus diesem Datenbestand gekommen sind. Ich persönlich kenne jetzt keine, aber wenn man mal nach DexHelp googeln würde, vielleicht findet sich dann dort drauf aus, wo die okay, Daten. Okay, das DexHelp, das ist, glaube ich, affiliiert. Der bekannteste von denen ist jetzt, glaube ich, der in den Medien auch bekannte Niki Popper. Genau, ja. Das heißt, vielleicht kann man dann auch noch kurz den Link zum DexHelp hier reinsetzen, beziehungsweise kann man dann vielleicht auch den Niki Popper direkt fragen. Alles klar, danke. Es gibt noch die Frage vom Herrn Schneider, Martin Schneider von der ÖNB. Der richtet sich, glaube ich, die Frage richtet sich vor allem an den Herrn Rudi Fernandes, ob es auch noch andere Datasets außer dem SCP gibt, die sich mit den Themen Konsum, Sparen der Haushalte beschäftigen. Ich habe die Frage jetzt leider nicht ganz verstanden. Gibt es außer dem Austrian Corona Panel noch andere Datensets, die sich mit den Themen Konsum bzw. Sparen der Haushalte beschäftigen? Also es geht da um die ökonomische Seite von Haushalten. Ja, ist mir jetzt nicht bekannt, also nicht in unserem Corona Dataverse. Ich habe jetzt auch nicht den genauen Einblick, was genau die Themen in jedem einzelnen Datensatz sind, aber das themenbreiteste ist eben das Corona Panel. Die Values in Crisis Studie ist auch ein bisschen themenbreiter, aber da geht es ja um Wertorientierungen und Wertewandel und gewisse Fragen zu Arbeitsmarkt ähnliches waren drinnen in den, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in den Statistik Austria Prävalenzstudien, da hat es auch Fragebögen, also Nachbefragungen mit Fragebögen gegeben und man müsste einfach im Detail reinschauen, was da drinnen ist. Also es sind alle Fragebögen und Zusatzdokumente, also dort, wo die Daten nicht offen zugänglich sind, zumindest die Begleitdokumente sind in den meisten Fällen, also die Fragebögen und Tabellenbände, wo es welche gibt, sind Open Access zugänglich. Vielleicht kann ich da noch etwas hinzufügen. Das ist auch eine Besonderheit von Österreich, nicht unbedingt im positiven Sinne. Es ist nicht nur der
sozusagen ungeklärte Zugang zu Administrativ- und Registerdaten, der in Österreich für die österreichische Forschung ein Problem ist, ist auch so, dass es in anderen Belangen nicht so ist, dass es mit anderen westlichen Ländern vergleichbare sozialwissenschaftliche Datensätze gibt. Also ich denke an sowas wie ein sozioökonomisches Pendel zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein bisschen da, wo der Herr Schneider auch hin argumentiert hat. Das sehen wir inzwischen in fast allen europäischen anderen Ländern, zumindest in den westeuropäischen Ländern, dass es so ein Pendel in der einen oder anderen Art und Weise gibt. Haben wir in Österreich nicht. Es gibt da immer wieder Bemühungen, das IHS ist da auch dabei, diesbezüglich so etwas aufzustellen, aber sozusagen unser Erfolg sowohl bei den Forschungsförderern als auch bei der Politik ist da bisher sehr bescheiden gewesen. Aber das wäre eine Infrastruktur, die natürlich mit Austausch verknüpft sein müsste und die genau in diesen Bereich hineinspielen würde, den Sie, Herr Schneider, da angemerkt haben. Also das wäre sozusagen, da wäre das ein Kernbereich, die Frage Konsum und Sparen bei Haushalten über so ein sozioökonomisches Pendel. Gibt es leider nicht in Österreich. Der Herr Hackl hat eine Anmerkung eigentlich eher gehabt, nämlich, dass es wichtig ist bei der Qualität der verfügbaren Corona-Daten, dass die Kriterien der amtlichen Statistik erfüllen sollen, also Qualität, Vergleichbarkeit, Verfügbarkeit der Metadaten und so weiter. Das ist natürlich etwas, was in the frenzy of the moment, vor allem zu Beginn des letzten Jahres oder zu Beginn der Pandemie, etwas verloren gegangen ist. Ich kann mich erinnern, dass ich in Science oder in Nature sogar einen Text gelesen habe, wo es Appelle gab, sozusagen nicht sozusagen sofort jetzt massiv in die Forschung hineinzugehen, sondern auch hier auf die Qualität der Erhebungen zu achten. Auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, Herr Bodi Fernandes, das ist natürlich etwas, was Sie bei Austa sehr sicher, als einer Ihrer Maßstäbe, dass Sie die Qualität von diesen Metadaten und Vergleichbarkeit und so weiter sicherstellen, richtig? Ja, also grundsätzlich das Metadatenschema, das folgt internationalen Standards. Das ist mit CESTA im europäischen Kontext koordiniert. Es gibt das CESTA Metadaten. Modell und die einzelnen Metadatenfelder folgen jetzt auch eigene Standards, wie zum Beispiel dem DDI-Standard, der für sozialwissenschaftliche Umfragedaten entworfen worden ist. Und es gibt von CESTA eigene entwickelte Thesauri, die zum Beispiel für die Keywords etc. verwendet werden. Und da ist eigentlich eher die Schwierigkeit, mit den Forschenden dann zum guten Endergebnis zu kommen, weil alles kontrolliertes Vokabular ist und eben nur bestimmte Keywords zum Beispiel verwendet werden können. Und eben alles, was publiziert wird, folgt den Fair Data Kriterien und es sind internationale Standards in den Metadaten. Vielen Dank. Und ich nehme an, dass dann also sozusagen auf der anderen Seite quasi, wenn es das AMDC gibt, das ja bei der Statistik Austria angesiedelt sein soll, genau diese Qualitätssicherung dann bei den Registerdaten eben auch eingeführt werden soll. Wir haben noch zwei Fragen. Eine ist sehr spezifisch, deswegen würde ich die vorziehen, nämlich, das geht, glaube ich, vor allem an dich, Stefan, betreffend die AMDB. Geburten sollten in der AMDB den Müttern zugeordnet sein. Gibt es eine Möglichkeit, auch Väter zuzuordnen? Sehr spezifische Frage. Die Möglichkeit gibt es nicht ohne Zuziehung weiterer Registerdaten, beispielsweise das Geburtenregister müsste man da ansehen, dass da ist also Mutter und Vater dann eingetragen. Ist schon einmal auf Projektbasis gemacht worden. Im Grunde ist es ja bei der AMDB so, dass sehr viele zusätzliche Daten zum Teil manchmal zur Verfügung gestellt werden, also die außerhalb diesen Standarddatensätzen bereitgestellt werden. Das Problem dabei ist halt, dass man dann immer diesen institutionellen Auftraggeber im Hintergrund haben muss, der halt das will, dass das zur Verfügung gestellt wird und dass das passiert. Ja. Und das ist halt eher ein bisschen schwierig, an diese Daten heranzukommen. Ja. Aber die Mütter, ja, es ist ein Datum, wenn eine Geburt stattfindet, das heißt dann Anzeige einer Lebendgeburt. Und dann gibt es eine sogenannte Mitversicherungsdatei, wo also
die Kinder, die bei den Eltern mitversichert sind, aufscheinen. Ja. Aber wenn man das genau wissen will und auch den Vater haben will, braucht es das Geburtenregister. Mhm. Damit wir bei der Verknüpfung sind. Genau. Es gibt noch eine recht allgemeine Frage, glaube ich, die sich sehr gut eignet, Sie an alle vier unserer Teilnehmer dieses Webinars zu richten, um Leopold Schäfzig. Das ist eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, deswegen spricht sie mir aus dem Herzen, deswegen finde ich sie sehr passend. Ich lese sie mal vor. Wie sollte man aus Sicht der Wissenschaftlerinnen mit dem Spagat zwischen Anführungszeichen schnelle Verfügbarkeit von aktuellen Daten, Anführungszeichen, und Anführungszeichen gute Qualitätssicherung und mit Metadaten versehene Daten, Anführungszeichen, umgehen? Mit anderen Worten, lieber in wenigen Wochen Daten, die ein gutes Gefühl für Größenordnungen geben, aber später nochmal im Detail korrigiert werden müssen, oder lieber in 9 Monaten super gut qualitätsgesicherte Daten? Martin, magst du anfangen? Ja, also ich beziehe mich jetzt auf die Registerdaten. Da ist typischerweise ein Lag vorhanden, bekommt man ohnehin erst später. Ich sehe eigentlich keinen Trade-off. Die Daten werden ohnehin erhoben. Sobald sie in irgendeiner Art und Weise vorhanden sind, kann man sie geliefert bekommen. Da gibt es später ein Update und ich entscheide mich als Forscher, mit welchen Daten ich arbeite. Ich kann meine Modelle mal mit den ersten Datenlieferungen bauen und wenn es dann zum finalen Schritt kommt, nehme ich dann das Update. Also ich sehe den Trade-off jetzt nicht so bei den Registerdaten. Ja, Bodi Ferdinand, ja. Ja, also bei Befragungsdaten ist es so, oft stellt sich diese Frage gar nicht, weil das meistens Forschungsprojekte sind. Also wenn es so Einzelprojekte sind, dass die Datenproduzentinnen die Daten gar nicht hergeben möchten, bevor sie nicht das Projekt abgeschlossen haben und alle Publikationen heraus sind und danach sind sie auch nicht mehr so aktuell, dass jeder sie sofort nachnutzen kann. Also da sollte man schon ein bisschen Arbeit reinstecken, um die Daten gut aufzubereiten. Natürlich ist es am besten, wenn man das von Beginn an macht und die Datenarchivierung schon von vorher von Beginn an mitdenkt, dann erspart man sich hinterher sehr viel Aufbereitungsarbeit. Neue Situation war jetzt eben da in der Pandemie, dass gewisse Forschungsdaten da waren, wo wirklich das Interesse da war, dass die auch schnell zugänglich gemacht werden sollten. Und da ist es natürlich schon ein gewisser Trade-off, ob man die jetzt möglichst schnell rausschießt oder zumindest gewisse Qualitätssicherungsaspekte drinnen lasst. Ich glaube, mit dem Austrian Corona Panel ist es recht gut gelungen eigentlich, also dass da sozusagen alle 5 Wellen dann wieder ein größerer Release kommt, der dann von uns gegengecheckt wird und dann möglichst rasch dann wieder bei Auster auch publiziert wird. Herr Hummer, wollen Sie? Eine sehr gute Frage natürlich. Ich sage mal so, aus der Sicht des Pandemie-Managements ist natürlich sehr wichtig, dass man mal relativ zügig Größenordnungen verfügbar hat, in welchem Bereich man sich einfach bewegen wird. Und da ist einfach oft dann nicht die Zeit, um all diese Qualitätssicherungsschleifen zu ziehen, die einfach in der Natur der wissenschaftlichen Aufbereitung liegen. Natürlich muss man diese Dinge dann einfach auch nachziehen. Aber ich glaube, gerade was die Pandemie einfach auch gezeigt hat, dass sehr viele Studien gegeben hat, die dann sehr zügig durch die Medien kursiert sind, die das nächste große Ding, das sind die nächste große Erkenntnis versprochen haben. Und 1-2 Wochen später hat sich herausgestellt, dass große methodische Mängel in dieser Studie enthalten waren. Also ich glaube schon, dass auch bei allem Tempo, was auch angebracht ist, dass die Qualitätssicherung hier einfach wichtig ist und dass man sich für diese auch Zeit nehmen soll. Stefan. Ja, dem kann ich mir jetzt anschließen, speziell was der Herr Hummer jetzt gesagt hat. Ich glaube schon, dass das ein größeres Problem für die Forschung, für die Wissenschaft ist, wenn man sich anschaut, was alles in welchem Tempo auf die diversen Preprint-Servers geschleudert worden ist und inwiefern das dann wirklich auch Bestand hat. Die Öffentlichkeit unterscheidet nicht wirklich, die Medien unterscheiden dann nicht wirklich. Ja. Was wird jetzt gehypt, wenn es Oxford-Forscher sind, dann ist das ein Preprint, passt schon, und sonst ist es halt Science oder Nature-Artikel oder Lancet oder was immer. Ja. Also da gibt es ja halt große Unterschiede und ich sehe da schon ein bisschen ein Trade-off, aber natürlich ist der Bedarf da nach einem raschen, informierten Steuerungswissen und das finde ich grundsätzlich auch nicht schlecht, dass das, was man im Moment weiß, auch zur Verfügung gestellt wird, ja, dass das in die Diskussion einbracht wird. Aber wie es halt in der Wissenschaft ist, das wird sich ändern oder kann verbessert werden oder kann sich als falsch herausstellen. Ja.
Aber dieser Prozess, man muss sich dem bewusst sein, wie das funktioniert. Und ich denke, man sollte nicht unbedingt warten, bis alles bis ins kleinste Detail passt. Aber in der Wissenschaft wird es ja dann eh immer mit transportiert, welche Einschränkungen gelten für diese Resultate. Und die Wissenschaft kann aber auch nicht unbedingt dafür sorgen, dass dies in der Öffentlichkeit dann so genau aufgenommen und angenommen wird. Ich denke, wenn ich nur eine Sache da noch dazufügen darf, aus österreichischer Sicht, zu Beginn dieser Pandemie, das haben wir deutlich gesehen im Vergleich zu anderen Ländern, stehen wir was die operative Seite betrifft, was die Zugangsseite und so weiter betrifft, stehen wir sehr nackt da oder standen wir sehr nackt da. Und alles, was jetzt sozusagen noch erreicht werden kann, sind eigentlich schon Infrastrukturen und operative Maßnahmen und so weiter, die uns eigentlich für die nächste Krise, wo immer sie dann stattfinden wird, helfen wird, dass man dann schneller reagieren kann. Also den Trade-off gibt es mit Sicherheit, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich glaube, man kann trotzdem schneller reagieren, als es in Österreich der Fall war, wenn man erst überhaupt alles neu erfinden muss, wenn man überhaupt erst eine Datenplattform aufsetzen muss und so weiter und so fort. Eine wichtige Frage kommt da noch von Matthias Reiter-Passmandy. Es wurden viele Governance-Fragen und Abstimmungsfragen aufgeworfen. In Deutschland hat sich aus der Wissenschaftscommunity der sogenannte Rat für Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Daten gebildet. Wäre das auch ein Modell, das für Österreich interessant ist? Ich will da nur kurz vielleicht noch dazufügen, diese Governance-Fragen sind natürlich auch deswegen oder sind natürlich schon länger virulent, nicht nur jetzt aufgekommen. Und es gibt bisher allerdings als rein informellen Zusammenschluss in Österreich die Plattform Registerforschung, die sich da versucht einzubringen. Aber so ein eigener Rat, der, glaube ich, dann auch zumindest finanziert ist von öffentlicher Seite, sowas gibt es nicht. Ist so etwas als Steuerungsmodell, als Steuerungseinrichtung etwas, was ihr euch vorstellen könnt? Fangen wir wieder mit dir an, Martin. Ich muss gestehen, ich kenne diese deutsche Initiative jetzt nicht. Ich bin auch kein großer Experte, wie man sich Organisationen baut. Ich sage jetzt ganz egoistisch, von meiner Seite ist es wichtig, dass die Leute, die mit den Daten am Ende des Tages arbeiten, in irgendeiner Art und Weise dort eingebunden sind. Das ist jetzt rein meine subjektive Position. Ja, mag noch jemand etwas zu dem Rat sagen? Herr Hummer, bitte. Also aus meiner persönlichen Sicht würde ich sowas als sehr begrüßenswert einfach sehen und aus der Erfahrung, die wir jetzt in der Datenplattform gemacht haben, gemeinsam auch mit dem wissenschaftlichen Beirat, weil was sie nämlich hier herauskristallisiert hat, war, dass wir einerseits die Fachexpertise gehabt haben, aber auch gleichzeitig die datenschutzrechtliche Perspektive, die man dann gleichzeitig einfach auch in die Konstruktion mit einbringen kann, weil wenn man, sage ich mal, die Nutzergruppe dann vor einer Datenschutzgruppe trennt, dann ist es immer ein bisschen schwierig, die Nutzer überlegen sich, was würden sie denn gerne alles haben, und man sieht es natürlich nur nach den eigenen Maximen, denkt vielleicht datenschutzrechtliche Überlegungen zu spät mit, und wenn man das gleich von Beginn an mitnehmen kann, denke ich, dann wäre da sehr viel gewonnen, um dann auch in einen Zustand zu kommen, wo dann eben Datenschutz und Erkenntnisinteresse nicht in einem Widerspruch stehen, sondern dass man einfach zu einer erkenntnisgeleiteten Forschung kommen kann, die einfach auch in datenschutzkonformer Weise passiert. Vielen Dank. Ja, Herr Bodi Fernandes, bitte. Ja, ich wollte dazu auch nur sagen, ich kenne diesen Rat jetzt auch nur als Anwender sozusagen, aber weiß, dass es da sehr viele sehr interessante und nützliche Publikationen gibt, die da hervorgegangen sind, und ich das auch nur begrüßen würde, wenn es was Ähnliches hier bei uns gäbe. Vor allem, wenn man gewisse Dinge recherchiert, landet man dann oft auf Publikationen, die von diesem Rat herausgegeben worden sind, auch gewisse so datenschutzrechtliche Fragen, die da erörtert werden, und sowas ist dann natürlich, sowas gibt es für Österreich kaum, wenn man danach sucht, und wir haben natürlich in Österreich eine andere Rechtslage und kann solche Publikationen dann natürlich auch nicht eins zu eins für die österreichische Situation übertragen. Deswegen wäre es natürlich toll, wenn es für Österreich Ähnliches gäbe. Ja, ich glaube, ich bin durch alle Fragen. Ja, Stefan, bitte. Ganz kurz nur.
Weil das Thema Datenschutz, ne? Also die DSGVO hat ja das jetzt geregelt europaweit, ne? Und das, laut DSGVO kann es ja keine Ausrede mehr sein, Datenzugang für einem anderen Land vorzuenthalten und zu sagen, ihr habt ja andere Datenschutzrichtlinien. Weil das ist eben einheitlich und da ist quasi die Mobilität der Daten geregelt. Man kann sich nicht mehr auf diese Ausflucht zurückziehen. Und was anderes zum Datenschutz, wenn man also auf Ebene mit Leuten, die halt Datenverantwortliche sind, spricht, dann gibt es immer große Bedenken wegen dem Datenschutz. Ne? Sobald dann Juristen mit am Tisch sitzen, ist es dann auf einmal eh alles nicht mehr so schlimm, ist mein Eindruck in meinen Erfahrungen, die ich so hatte, auch mit dem Bildungsdokumentationsgesetz und so, wo man sehr, sehr vorsichtig ist, nur dass nur ja kein Aufschrei passiert, neudeutsch ein Shitstorm, weil irgendwelche Rechte verletzt werden würden. Also, und auch wenn man die Gesetzestexte liest, ist ja für die Forschung sehr viel möglich. Ja? Und ich denke mir, müsste doch eigentlich viel mehr gehen. Ich weiß nicht, wie das Ihre Erfahrung, Herr Hummer, wenn Sie dann wirklich in diesen Aushandlungsprozessen drinnen sind, wie macht man das denn jetzt wirklich konkret, woran es da wirklich spießt, dann immer, das wäre für mich auch interessant. Ja. Sie haben es ein bisschen angesprochen heute. Ich glaube natürlich, die DSGVO hat eine neue Grundlage geschaffen, aber hat auch viele Fragen einfach auch aufgeworfen. Und gerade im Gesundheitsbereich ist es so, dass die DSGVO diese Daten als Daten besonderer Kategorie einstuft. Und die darf man ja jetzt nicht so ohne weiteres dann weiterverarbeiten, sondern es braucht dann zum Beispiel eine rechtliche Grundlage, die das eben vorsieht. Und sobald ich dann natürlich dabei bin, dass ich Daten aus unterschiedlichen Datenquellen verknüpfen möchte, die beides unterschiedliche Gesetze haben, wird es natürlich sehr schnell einmal kompliziert, weil ich muss nicht nur ein Gesetz anpassen, sondern möglicherweise auch mehrere. Ich meine, eine sehr interessante Konstruktion, die das auch zulässt und ich glaube, die auch sehr wichtig wäre, wenn wir da in Zukunft das mitnehmen, ist die Idee der Datenspende als solche, dass ich als Patient, als Bürger, als Bürgerin einfach sagen kann, ja, ich stelle meine Daten der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung, beispielsweise sämtliche meine Registerdaten oder auch Daten, die über eine Universität im Rahmen einer klinischen Studie erhoben werden und sage, gleichzeitig dürfte ich die Daten zum Beispiel mit dem Bildungsstandregister verknüpfen oder mit meiner Arbeitsmarkthistorie etc. Und da gibt uns, da bin ich sehr bei Ihnen, Herr Vogtnuber, die DSGVO schon einfach ein einheitliches Framework jetzt dort für die Zukunft, aber wir müssten es jetzt, glaube ich, einfach mit Leben füllen und nur einiges an Unsicherheiten herausbringen, was die Begrifflichkeiten und die konkrete Umsetzung dann anbelangt. Also das wäre dann so quasi wie die Organspende. Aber nur müssen wir es wie in Österreich machen, dass man halt die Default-Einstellung ist, man gibt die Daten her und man kann sich nicht davon zurückziehen. Das wäre natürlich eine sehr interessante Idee. Ich will einen Satz noch sagen, der auf das spiegelt auch ein bisschen die Realität der Nutzer von Registerdaten wider. In Skandinavien, Dänemark und Norwegen machen sich die Forscher über Forschungsfragen Gedanken und arbeiten mit den Daten. Wir verbringen einmal 7,5 Stunden mit irgendwelchen Datenschutzverordnungen, die wir nicht verstehen, wir können Juristen sein. Also es sollte eine Struktur geben, wo uns das erspart bleibt und wo wir unsere Zeit und Energien dort verwenden können, wo wir eigentlich Expertise haben. Also die Dinge sind wichtig, aber das sollten nicht wir Forscherinnen für uns klären müssen, sondern das sollte schon vorab geschehen. Thomas, wir hören dich nicht. Entschuldigung, mein Computer ist überlastet. Martin, ich glaube, damit hast du ein wunderbares Schlusswort gegeben. Ich möchte noch sagen, was Katja Meyer nochmal gepostet hat, nämlich, dass es vielleicht Sinn machen könnte, dass wir eine Art von Best-of-Studie gibt von den Studien, die bisher mit verknüpften Registerdaten schon gearbeitet hat, dass man das damit vielleicht arbeitet. Dass wir alle dorthin wollen, dass man wirklich mit den Daten arbeitet und sich nicht mehr Gedanken macht, wie man zu denen kommt und unter welchen Auflagen man das machen muss. Das ist, glaube ich, das große Ziel, das wir haben. Aber bis dahin wird es möglicherweise noch ein bisschen Bohren von harten Brettern zu geben haben. Ich möchte mich auf jeden Fall
herzlich bedanken bei allen Vortragenden und Kommentatoren. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bedanken bei der Claudia Reuss, die im Hintergrund die Produktion von diesem Webinar gemacht hat. Ich möchte mich bei den knapp 60, mittlerweile knapp 50 Teilnehmern und Teilnehmerinnen da draußen nochmal bedanken. Wir sehen, dass das Thema sehr, sehr stark jetzt auch medial präsent ist. Wir hoffen, dass sich daraus auch wirklich eine Verbesserung in Österreich ergeben wird. Das ist, glaube ich, dringend notwendig. Und ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, aber das nächste Mal sprechen wir vielleicht dann wirklich schon darüber, dass es eine rechtliche Grundlage für ein AMDC gibt zum Beispiel, und vielleicht gibt es dann auch schon weitere Ideen für ein sozioökonomisches Panel, wie ich es vorher erwähnt habe. Vielleicht gibt es auch schon klarere Ideen, wie so eine Governance-Struktur ausschauen kann. Das alles würde ich mir sehr wünschen, mir und vor allem auch Ihnen da draußen. Ich mache noch zum Schluss den Hinweis, ich glaube, es ist gepostet worden, dass es einen Übersichtlink gibt zu allen Veranstaltungsreihen von dieser Webinarserie Leben mit Corona. Wir haben demnächst die nächste, wann genau, ist noch nicht ganz eingetütet, aber wird bald kommen. Ich lade Sie auch herzlich ein, auf die Webseite des IAS zu gehen, ias.ac.at. Sie können sich dort auch für den monatlichen Newsletter abonnieren und dort informiert werden über die zukünftigen Veranstaltungen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag und sage nochmal Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.